Hallo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten CitizenCon Video und heute geht es um die Banu Merchantman. Wie von mir schon im Vorfeld erhofft, hat CRG im Ship Talk Panel viel Neues zu diesem Alien-Fracht- bzw. Handelsschiff erzählt und ich will euch heute alle News in dieser Zusammenfassung auf Deutsch zeigen und davon gibt es wirklich jede Menge. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert und wir starten erstmal mit dem Exterieur. CIG plant, der Merchantman einen speziellen Hangar für das Begleitschiff der Banu Defender zu geben, was sich entsprechend auf das Schiff auch auswirken wird. Rechts sehen wir die alte Version, in Anführungsstrichen, links die neue, deutlich größere. Auf dem zweiten Bild hier kann man nochmal ganz gut den Höhenunterschied feststellen. Insgesamt wächst die Merchantman also ein ganz schönes Stück an, damit das geplante Interieur genug Platz hat und auch die Banu Defender ihren eigenen Hangar bekommen kann. Sie wirkt jetzt bulliger und schwerer, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut zu diesem wandelnden Einkaufszentrum passt. Im vorderen Bereich ist der neue Hangar platziert, der ähnlich wie bei der Carrack nach oben öffnet und die Defender fassen kann. Da es sich um ein Banu-Schiff, also ein Alienschiff handelt, müssen sich bewegende Teile hier nicht direkt verbunden sein. Diese Alienrasse nutzt gerne Schwebetechnik und Hovertechnik, was auch hier beim Hangar eingesetzt wird. Oder auch ein Stück weiter vorne, wo die beiden Frontwaffen an den Seiten aus- und einfahren können, die übrigens Size 8 besitzen, also extrem mächtig sind. Durch dieses Feature lässt sich die Bedrohlichkeit des Schiffes verbergen oder auch deutlich zeigen, je nach Bedarf. Genauso funktioniert es auch am oberen Heck der Merchantman, in dessen kleinen Hubbel ein dicker Size 5 Geschützturm versteckt ist, der ausgefahren werden kann. Waffentechnisch gibt es außerdem noch diese etwas kleineren Punktverteidigungstürme, die automatisiert sind und daher gut gegen anfliegende Raketen oder Torpedos eingesetzt werden können. Davon gibt es zwei oben in der Nähe der Brücke und zwei weitere hinten am Heck. Insofern ergibt sich eine 360-Grad Raketenabwehr. Hinzu kommen noch zwei Size 4 Geschütztürme unter den Flügeln, die per Remote von der Brücke aus bedient werden können. An Feuerkraft mangelt es also erstmal nicht, wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen fliegenden Händler handelt. Dann gibt es dieses lustige Paddle, was nun auch endlich eine richtige Funktion bekommen soll. Zum einen stellt es den Eingang in den Marktbereich des Schiffes dar und muss daher auch entsprechend aussehen, zum anderen dient es der Auftankmechanik. Wenn Kunden die Treppe nach oben laufen, ist geplant, dass sie holographische Werbebanner und Einblendungen sehen können, um auf die angebotenen Produkte aufmerksam zu machen. Im Landemodus, wenn das Schiff auf dem Boden steht, sehen wir, dass sich die Flügel an den Seiten einklappen lassen, wodurch die Merchantman nun doch auch in großen Hangars landen können wird. Dadurch wird es also neben der planetarischen Landung auch möglich sein, in großen Stationen ordentlich zu landen und eher weniger auf diese Docking-Funktion angewiesen zu sein. Mit einem Schwebeaufzug können Fahrzeuge oder eben auch die Frachtkisten direkt unter dem Schiff ein- und ausgeladen werden, was recht bequem sein dürfte. Hier hat das CRG einige Schwierigkeiten mit dem ursprünglichen Konzept, da ja im Innenraum diese vielen Verkaufsläden sind, die sich eben nicht mit dem Frachtkram ins Gehege kommen dürfen. Und hier sehen wir jetzt mal das neue Merchantman Design. Fast schon ein Kunstwerk mit tollen Farben und Texturen, die zum einen extrem luxuriös und zum anderen sehr exklusiv wirken. Es werden viele Gold- und Silberfarben, ein bisschen Schwarz und nette warme Cremetöne genutzt, sowie kunstvolle Verzierungen in Lila und Blau. So ein bisschen wie so ein Edelstein. CRG selbst bezeichnet das Schiff als Kronjuwel der Flotte, was man auch, wie ich finde, wirklich gut sehen kann. Und das führt uns nun auch zum Interieur der Merchantman, wo es die größten Veränderungen gibt. Das hier ist die alte Version, die noch deutlich simpler ausfällt als das neue Modell. Und das hier ist das neue Interieur, was wie ihr seht vollständig redesigned wurde. Im vorderen Bereich des Schiffes finden wir den Hangar, die Docking- und Frachtvorrichtungen, den Frachtraum mit seiner Ladefläche und die Bewaffnung. Im mittleren Schiffsbereich können von unten die Kunden den Marktplatz betreten und finden die Geschäfte in den unteren beiden Etagen. Darüber befinden sich Gästequartiere und ein großer Konferenzraum und darüber wiederum die Ebenen für die Besatzung sowie die Brücke. Im Heck des Schiffes finden wir den Maschinenraum sowie einen Zugangsbereich für die Crew inklusive Fahrstuhl für die Crew. CRG spricht sich übrigens hier dafür aus, dass den Händlern bestimmte Zugänge im Schiff verwehrt werden können, beispielsweise den Zugang zur Brücke oder Front-Hangar-Bereich, sodass nicht irgendwelche unbefugten Personen später durchs Schiff wandeln, sondern wirklich innerhalb ihrer ja, zugewiesenen Bereiche bleiben. Ich musste immer so ein bisschen an Deep Space Nine denken, weiß nicht, wie es euch da geht. Und so soll das Ganze aussehen, wenn man eben diese Treppe von unten in diesen Marktbereich hinaufgeht. Vielleicht wird es noch einen roten Teppich geben, auf dem die Leute gehen können, um die Läden zu erreichen.
Im Vergleich zur Banu Defender soll der Style hier weniger organisch ausfallen, da das Schiff innen besser und luxuriöser verkleidet ist. Gleichzeitig haben wir aber hohe Decken und die Räumlichkeiten erinnern etwas an eine wundersame Höhle. Die Markthalle ist in zwei Etagen aufgeteilt und bietet pro Etage jeweils 4 Geschäftsplätze, die genutzt werden können. Also wir haben insgesamt 8 Geschäfte an Bord dieses Schiffes. In der Mitte der ganzen Geschäfte befindet sich so ein Holo-Projektor, der jetzt in diesem Fall eine Qualle darstellt, aber auch andere Dinge darstellen können soll, die man auswählt. Die Räumlichkeiten werden allesamt gut belichtet und zeichnen die organische Struktur ein bisschen nach, was wie hier im Fahrstuhlbereich gut sichtbar ist. Von hier aus geht's übrigens zu den Gästewohnquartieren sowie zum Konferenzraum. Und der sieht so aus. Wir haben einen großen Konferenztisch in der Mitte des Raumes mit 7 Stühlen und alles sieht extrem alienhaft und super luxuriös aus. Storytechnisch machen die Banu gerne sehr ausgedehnte Handelsgespräche, auch über längere Zeiträume, und nehmen ihre Gäste daher auch gerne auf ihren Reisen ein ganzes Stückchen mit. Das gehört quasi zum Lebensstil der Banu und zum Handelsstil. Hier kann man sich schon gut vorstellen, wie Geschäftsleute an diesem großen Tisch sitzen und verhandeln und sich gegenseitig irgendwelche Dinge erzählen. Das passt, wie ich finde, extrem gut. An den Wänden befinden sich massive Edelsteine, die golden beleuchtet sind, und die grünen Juwelen im Tisch und an den Stühlen glänzen in weißem Licht zusätzlich. Und hier sehen wir jetzt mal eines der Wohnquartiere, und ich glaube, jetzt sollte wirklich jedem klar sein, was damit gemeint ist, dass die Banu eben solche langfristigen Handelsgespräche führen. Sehr lange. Die Gäste sollen sich also Tage oder sogar wochenlang wohlfühlen an Bord dieses Schiffes, und wer könnte das nicht bei einem so schönen Zimmer? Überall leuchtende Juwelen, goldenes Licht, schwebende Objekte und sanfte Linien. Etwas weiter vorne im Schiff gibt es diesen Korridor, den ihr gerade seht, der vom Dockingbereich in die Marktebenen führt, verziert mit ründlichen Lichtern in Blau und Grün. Hier kommt das organische Design wieder ein bisschen mehr zur Geltung, da hier einfach ein bisschen pragmatischer designt wird und nicht so viel verkleidet wird, aber es ist gleichzeitig außergewöhnlich und elegant. Der Crewbereich sieht da eher weniger luxuriös aus und erinnert stark an die Banu Defender im Innenraum. Es gibt weniger Gold und weniger Shiny-Kram, dafür matte Materialien. Ganz vorne ist der sogenannte Tajin, also quasi die Essensausgabe. Es wird also von unten gefüttert und man wählt aus, was man haben will, und danach erscheint es. Da merkt man wieder, dass es eben ein Alienschiff ist und die Banu halt, naja, die essen halt einfach ein bisschen anders. Als nächstes sehen wir den Maschinenraum, der ziemlich crazy wirkt. Man kann es auf dem Bild nicht gut erkennen, aber es gibt tatsächlich 3 Ebenen, die miteinander über Mini-Lifts verbunden sind. Auch hier kommt wieder viel von der Banu-Schwebetechnik zur Geltung. Die Hauptengines drehen sich gegenteilig innerhalb des Maschinenraumes, wodurch ein tolles Schattenspiel sichtbar werden soll, was laut CRG extrem cool aussehen wird. Und dann gibt es ja noch den Frachtraum, der, wie ihr seht, noch nicht ganz so weit ausgearbeitet ist. Auf einer kleinen Brücke haben wir Zugriff auf die Frachtkontrollen, können den Kran da oben bewegen und die Kisten stapeln. Auf den Seiten finden wir die Korridore zu den Marktebenen sowie zum Crewbereich. Übrigens, die Kisten, die hier abgebildet sind, sind bereits die 9 großen mit jeweils 32 SCU-Ladekapazität, die wir auch aus den Cargo-Decks kennen. Hier sieht man das Ganze noch ein bisschen besser. Weiter vorne haben wir den Frachtaufzug, auf dem gerade ein Tumbril steht, und der gesamte Raum ist sehr hoch, sodass wir viel stapeln können. Im Prinzip eben wie so ein richtiges Lagerhaus. Die großen Cargo-Container können übrigens weder mit der Hand noch mit dem Traktorstrahl bewegt werden, sie sind einfach zu schwer. Daher wird der Frachtkran hier zwingend notwendig, um das Schiff zu beladen oder auch zu entladen und auch die Ladung innerhalb des Schiffes sinnvoll zu verteilen. Durch das Redesign der Merchantmen und dem allgemeinen SCU-System ist die Gesamtfrachtkapazität leicht gesunken. Aber wirklich nur ein bisschen. Laut CRG, sie haben sich noch nicht genau festgelegt, aber liegt man hier etwa bei 2800 SCU, was ja für sich genommen echt unheimlich viel ist. Das sind ja 5 oder 6 Herkules. So, jetzt geht's nochmal aufwärts zur Brücke, die, wie ihr seht, sehr geräumig ausfällt und an der aktuell auch gerade aktiv gearbeitet wird. Hier könnten sich also noch viele Dinge ändern. Ihr seht hier mehrere Varianten, die in letzter Zeit quasi gemacht wurden, sowie rechts oben und darunter die aktuellste Version mit der Rückansicht. Es gibt quasi 2 Ebenen und mehrere Seitenkorridore, viele Sitzplätze und viel Platz und auch irgend so ein Gebetsraum. Die Bar ist sicher ein Banu-Schiff, die haben dort also so einen kleinen Ruhebereich, wo sie ja meditieren können und so weiter. Außerdem gibt es 2 Fahrstühle, die uns schnell in andere Bereiche des Schiffes bringen können und wieder zurück auf die Brücke.
Insgesamt beträgt die Crewkapazität nun 8 Personen, wovon 4 auf der Brücke dienen können. Einer für den bemannbaren Geschützturm hinten, einer für die Bano Defender und 2 für alles andere auf der Brücke. Ansonsten kann man die Crew auch auf die 8 Läden verteilen oder auch einer Person in den Geschäften doppelte Aufgaben erledigen lassen. Das wird sich aber erst später zeigen, wenn dann diese Händlermechanik quasi ausgearbeitet ist. Die Bano Merchantman ist nun also endlich in aktiver Produktion, auch wenn aktuell auf der Roadmap noch kein Eintrag dazu zu finden ist. Vielleicht gibt's das als Nachtrag demnächst im Roadmap-Update, wir haben ja nächsten Mittwoch wieder eins. Termine gibt's aber aktuell noch keine. Festhalten können wir aber 2 Dinge. Zum einen, dass die Merchantman ein echt fettes Handelsschiff mit gleichzeitig wirklich dicker Bewaffnung ist und jetzt im neuen Design sogar nochmal ein ganzes Stückchen größer geworden ist. Gleichzeitig, wie ich finde, aber auch wesentlich geiler. Zum anderen können wir davon ausgehen, dass der Preis für das Schiffchen deutlich ansteigen wird. Wer sie also schon gekauft hat früher, der kann sich jetzt ein Loch in den Arsch freuen. Mal sehen, was zum Anniversary dann für einen Preis aufgerufen wird, denn Ende November wird sie wieder kaufbar sein, passend zur Intergalactic Aerospace Expo. Ja, was meint ihr zu dem Schiff? Habt ihr sie? Wollt ihr sie? Und wann glaubt ihr, wird die Merchantman released? Gefällt euch das neue Design und die Größe? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich finde das Schiff absolut großartig, so viel wisst ihr ja eh schon von mir und ich freue mich extrem drauf. Ich habe es ja auch selber und werden, glaube ich, jede Menge Spaß mit diesem tollen Teil haben. So, und da sind wir auch am Ende angekommen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis heute Abend um 19 Uhr im Stream. Wir sind heute Abend wieder auf dem PTU der Alpha 3.15 und schauen uns ganz viele Sachen zum Medical Gameplay an, zum Inventar. Ich mache ein paar Experimente und wir schauen mal, ob der 30K-Fix schon live ist, also auf dem PTU drauf ist oder ob der noch auf sich warten lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was heute alles passiert. Also, bis dahin und ciao. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your throne?